Die haben nichts Wertvolles bei sich. Das ist mir bewusst. Guck mal erst in die Scheune und danach. Obwohl, in die Scheune, da sollten wir jetzt lieber geduckt dran laufen. Ja, hatte ich auch vor. Aber über das offene Feld funktioniert es ja noch. Da vorne stehen auch zwei Stück nochmal. Ja, warte, hauen wir sie am besten weg. Du links, ich rechts, okay? Ich nehme die rechten, ich habe ihn gerade besser im Visier. Okay, los. Scheiße, ich konnte ihn nicht treffen. Fuck! Ach, von hinten kommt auch einer. Den habe ich geholt. Den da vorne stand da, ich glaube, da kommt noch einer, oder? Ach, schon wieder den Schritt geschossen. Aber ich habe nicht mehr sehr viele Lee Enfield Magazine, also davon habe ich irgendwie ein bisschen Mangel. Und davon habe ich genug. Vorsicht, hinter dir! Jetzt wollte ich gerade in ein Schussfeld rein. Oh, Alter. Scheiße. Oh ne, wir sollten laufen. Lass uns die Scheune sprinten. Ja. Nein, nicht da lang, nicht da lang, nicht da lang. Wieso nicht? Rechts. Da ist vielleicht mal die Scheune. Ach, das Ding meinst du? Nee, komm mal mit zu Moos Leiche. Ich beschütze dich so lange. Das ist... Du kannst mich nicht so lange beschützen, solange... Okay, die Zombies sind dämlich. Die haben uns schon die Verfolgung aufgegeben. Ja, einer ist noch da. Den schießen wir aber gleich erst ab. Komm zu Moos Leiche, los. Folgt mir. Ja, ich folge dir doch. Vielleicht war er auch schon selber wieder dran, oder die ist jetzt weg. Okay, da kommt wieder ein Zombie. Lauf einfach. Was machst du? Du hättest um den Zaun rumlaufen können. Okay, der ist so dämlich und... Egal. Egal. Na, scheiße, jetzt kommt er doch. Ich muss ihn jetzt suchen. Ich glaube, das war hier. Ja, hier liegt er. Da ist Moos wieder. Scheiße, der lootet sich. Scheiße, da ist eine Knarre dran. Der wird mich umbringen. Er schießt zuerst. Soll ich? Ja, er schießt schon auf mich. Los, schieß ihn ab, verdammt. Scheiße, der nimmt seine Knarre. Fuck. Ah, der hat einen Doppelläufiger. Hab ich auch gemerkt. Ich hab'n. Ja! Sehr also schön, du kannst ihn looten und. Ich guck erstmal in sein E-Mail rein. Scheiße, kommt da noch ein Zombie? Boah, Alter! Da kommt noch einer. Mach dich weg. Okay, der ist tot. Nee, der legt sich hin, ich hab nur ins Bein geschossen. Ich hab die Feiglingstaktik angewandt. Ich hab mich jetzt in der Baum versteckt. Ja, ich hab's gemerkt. Lebt der noch? Nee, der Zombie ist tot. Und der auch. Also, was hat denn der dabei? Ach, der hatte eine Doppelläufige. Na, naja, hast doch gesagt. Ja. Aber ich habe nicht mehr viel für die Lee Enfield. 4 Schuss habe ich noch. Kein Magazin mehr übrig. Ey, der hat Fleisch dabei. Ich habe übelst Herzpochen, Alter. Der hat ja auch hier ein AKM-Magazin. Drei Kannst Bandagen. Du das nehmen, mein Inventar ist voll. Was willst du denn? Also, was brauchst du denn? Das AKM-Magazin, obwohl. Nee, das kann ich auch nicht nehmen. Lass einfach liegen. Was? Worum geht's? Das AKM-Magazin, lass einfach liegen. Ich nehme immer noch eine leere Flasche, Wasserflasche, wa? Oder. Hä? Oh, das bist du. Ich dachte jetzt schon, das ist ein Zombie. Alter, wir haben ihn jetzt zweimal getötet. Meine Menschlichkeit liegt bei minus 1856. Hier sind 4 Makarov-Magazine. Willst du die noch haben, oder? Davon habe ich auch im Überfluss davon. Ich nehme mir noch einmal Schmerzmittel mit. Ich könnte mal nachladen und das leere Magazin, fast leere Magazin rauswerfen. Mach doch, da liegt hier noch rum. Hat Moos noch irgendwas? Marker auf Magazin, so. Scheiße, ich hör Zombies. Hörst du sie auch? Ja, da ist er. Ich hol ihn. Sauber erwischt. Aber lass mal kurz in den Wald gehen. 34 Zombies habe ich geholt. Alter, es wird schon sau spät. Schon 20 vor 7. Fuck. Na! ich sollte noch dringend mein Wasser nachfüllen. Ja, Moment. Schieb mal ruhig. Ich habe eigentlich eher Schiss vor der Nacht jetzt. Wie benutze ich eigentlich die Taschenlampe? Do not have enough room into your turret. Ach, du willst Feuer machen? Ja. Scheiße. Ich glaube, dazu brauchst du 2 Platz. Um einmal Feuer zu machen. Hab ich da gerade jetzt nicht ernsthaft.
Soll ich dir sagen, wieso? Wieso? Der Typ hatte rohes Fleisch dabei. Ah. Das ist gut. Hier liegt übrigens noch eine Cola. Ach nee, das ist mein Rucksack. Ich habe noch ein Lee Enfield Magazin dabei. Nee, okay, ist schon gut. Machst du gerade Feuer? Tatsächlich. Hast du Streichhölzer gefunden? Ja. Nicht schlecht. Ja, ich würde mal sagen, wir sind ganz gut ausgerüstet und alles. Ich glaube, ich habe auch noch ein Stückchen rohes Fleisch. Hä, wieso brennt das nicht mehr? Gemacht? Nein. Hä? Okay. Sie geht mir ständig wieder auf. Warte mal. Aus. Es geht immer wieder aus. Ich glaube, das Holz ist noch zu feucht oder sowas. Ach, Schwachsinn. Hä? Hast du das gerade gefällt? Ja. Das könnte vielleicht sein, dass man dann... Versuch nochmal das Feuer. Dass man das wirklich vielleicht fällen muss oder so. Nicht fällen muss. Dass man das Ding irgendwie erstmal trocknen lassen muss oder sowas. Oder aber der Platz dafür zum Brennen ist nicht geeignet. Ja, vielleicht sollten wir uns irgendwie eine Asphaltstraße oder so suchen. Genau. Ein Lagerfeuer mitten auf Asphalt. Kannst du mal Holz hacken? Genau. Ach, habe ich schon. Ja, wo kommt denn das Holz jetzt her? Egal, zünden. Aber möglichst nicht da unten. Lass mal kurz in die Scheune gehen. Ja, wollte gerade fragen. Sonst wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir versuchen, in der Scheune das Feuer zu machen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so übel. Und eine Tanke? Oh, Alter! Ein bisschen Anstand, ey. Wir sind ja beim Let's Play Together, Mann. Entschuldige, dass mal rausgerutscht. Ey, da unten ist eine Tanke. Okay, lass das habe ich gerade eben auch festgestellt. Lass mal ein bisschen ruhiger laufen. Da unten sind Zombies und alles. Walking on sunshine. Naja, und sunwise. Nee. Nee, sunset, nicht sunwise. Sunwise ist ja so ein Aufgang. Ja. Yep. Beefy was killed. Beefy hätte sein müssen. Das Würstchen wurde getötet. Da stehen auch noch haufenweise Zombies. Guck mal, da die Türsteher von dem Haus da, und da kriegt dann so eine Bierleiche noch rum. Scheiße, ja. Die haben uns gesehen. Nee. Auf in die Scheune. Scheiße. Ach Mann, da hat jetzt so gar keinen Bock drauf. In der Scheune sind garantiert auch nochmal irgendwelche Viecher, und da geraten wir wieder in so eine Falle wie in der Schule. Mit jedem einzelnen Schuss locken wir mehr von den Viechern an. Ja, nimm die Knarre raus, oder hast du keine? Fuck, ich bin gerade stehen geblieben. Nein. Und in der M19 habe ich auch nicht mehr drinne. Verdammt, die sind direkt hinter mir. Dann überlass das mir. Mami! Wer muss jetzt hier noch in der Ecke? Und holt uns mit der Axt. Okay, eigentlich dann. Stimmt ja, den hast du ja einmal ja vorhin gekillt. Ja, trotzdem. Warte, ich hol hier die Zombies. Hier ist eine Axt. Irgendwas anderes. Ah, ich habe nämlich keine zweite Waffe mehr, das so zum Kopfen. Zielsystem in A. Ja, aus dieser Engine ist echt scheiße. Jo. Ey, der Zombie hat gerade Fuck gesagt. Was? Ich hab den anderen, der dich holen wollte, erledigt, aber ich denk mal, das mit der Lee Enfield war jetzt nicht so eine gute Idee. Herzlichen Glückwunsch. Es ist nichts weiter hier drinne. Ist gar nichts mehr. Gut. Zwei Pfeile und eine Axt und ein Magazin oder sowas. Ein Axtmagazin. du hast geblutet? Oh nee, scheiße. Ach nee, du machst gerade ein Lagerfeuer. Das ist gerade auf deinem Schoß drauf. Ich weiß. Let fire. Hey, ich jetzt zu gerade so rum? Nö. No. Ja, es brennt. Fähig, aber es brennt in der Luft. Ach, das ist doch egal. Lockt das Viech an. Gucken. Ach, was weiß ich. Ich öffne meinen Rucksack und verbrenne alles, was da drin ist. Auf reinem Feuer. Ne?
Ist doch cool, es kommt realistisch. So ohne Wasser, ne? Hätte ich auch gemacht. Ich hätte einen Spieß genommen und dann den das Schmerzmittel da aufgespießt und dann darüber gebraten. Oder sowas. Ja. Alter, es wird schon richtig dunkel, Alter. Hast du es ausgemacht? Ja. Okay. Alter, es ist 10 vor 7. Ich denke mal, um 7 wird es auf dem Server dunkel. Scheiße, Mann. Schade, dass man die Taschenlampe nicht irgendwie so nutzen kann, dass die Zweitwaffe nicht irgendwie wegkommt. Ja. So, und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Medizinische Vorräte wären zum Beispiel nicht schlecht. Ja, aber ich weiß nicht, ob jetzt in der Stadt gehen so eine gute Idee ist. Auf, nach Tscherno. Elektro. Tscherno. Und wir wollen nach Tscherno? Wieso nicht? Das ist noch ein weiter Weg, das weißt du, und es wird richtig schnell. Na Nacht. Gut, dann auf und nach Elektro. Yay! Damit sich das kleine Kind freuen kann. Da vorne sind noch Schuppen, da ist oft und gerne mal was drin. Hinter uns ist schon was. Ich hör's. Ja, ich weiß, ein Kriegszombie, eine Bierleiche. Die Bierleiche? Die von vorhin. Die Bierleiche von vorhin. Scheiße. Tatsächlich. Ich sah komisch gekrochen. Und sehen tut sie mich auch nicht. Siehst du, die sieht schon so verschwommen, dass sie mich gar nicht mehr sieht. Kann man die Tür zumachen? Ja. Na, zu spät. Basti, nein. Scheiße, nichts drinne. Hier liegt eine Axt. Ja, eine Axt liegt auch da drüben drin. Fuck. Hier ist auch noch was. Zwei Äxte. Geil. Kombiniere das eine mit dem anderen. Du meinst also, wohl, also kombinieren. Das wäre auch so eine nette Idee, oder? Ja, vielleicht sowas wie bei Fallout. Komm, Alter, ja. Das ist ein Mod in der Alpha-Phase. Was willst du von dem Ding hier erwarten? Die Mod ist die Mod überhaupt noch eine? Ich glaube, die ist inzwischen in der Beta. Nein, die Mod ist noch in der Alpha. Heißt Alpha 1.725. Ne? Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Das stand am Anfang bei den Servern, aber lass mal was. Da stand Beta. Scheiße, ein Zombie ist hinter dir her. Ich hol ihn. Der läuft im Zickzack, der Arsch. Alter. Ich habe keine Muni mehr für die Infield, leck mich. Ich habe nur noch welche im Rucksack, aber die kann ich gerade nicht rausholen. Hol ihn dir, da kommt noch einer. Ja, der hat sich gerade wohl zurückgeleckt. Scheiße. Nicht so eine gute Idee, in der Nähe der Stadt zu ballern, aber naja, was soll's. Sterben wir halt auf Tallahassee-Art von Zombieland. Scheiße, da kommen noch welche hinten von der Fabrik. Komm einfach mit, komm mal mit. Wo bist du, wo bist du? Da. Ich bin schon weit über dir. Willst du dir da in den Gebäuden abhängen oder was? Ich gehe in ein Gebäude rein. Dann ziehe ich meine Macke rauf und gebe ihm einen einzelnen Headshot. Die halbe Dorfgemeinde ist schon hinter dir her. Die rennt gerade neben mir. Jetzt hat sie umgedreht und rennt hinter mir her. Scheiße. Komm in das rote Haus. Welches rote Haus? Ach, das rote Haus. Denk dran, nicht auf mich schießen. Oh, ein technischer Rucksack, yay. Ich dachte, der ist schlechter. Nee, besser als der Anfangsrucksack, aber... definitiv schlechter als der. Fuck, hinter mir ist irgend so ein scheiß gut gekleideter Zombie hinter mir. Beimer Schnöße. Vorsicht, 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 komm rein, ich komm rein. Du musst mal, Basti, du musst mal schießen. Du musst mal schießen. Da, der kommt gleich rein. Ach, da ist er. Ey, tatsächlich, ein Schnöße. Vorsicht, da kommt einer von rechts gleich. Ich muss mal schnell meinen. Meins? Ja, ich hätte gerade den Kopf. Ich dachte gerade. Ah, fuck. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Nicht mit der Lee Enfield schießen, du lockst nur noch mehr an. Ja, ja, ich weiß, aber ich wollte trotzdem mein Magazin erstmal. Hier ist noch mal Karov-Magazin, falls du das brauchst. Wow, da ist einer hier unten. Ah, da ist einer unten drin, auf dem Boden. Ja, wo denn? Der ist hier gerade halb durch den Boden gelatscht. Ah, der ist hier durch. Hier ist noch ein DMR-Magazin. Au. Nein! Nee, Basti! Der hat mich ganz plötzlich K.O. gehauen. Hab ich dich getroffen? Jetzt mach einen Platz. Der frisst mich gerade. Kann ich nicht. Doch, jetzt. Ich habe gerade. Toll. Sowas hasse ich, wenn ich einfach plötzlich tot umkippe. Jetzt beeil dich. Ja, ich habe noch 1700 Blut.
1600. Ich hab kein Bloodpack, Alter. 1600. Wie lange lebst du noch? Es dauert nicht mehr lange, dann stehe ich gleich wieder auf.